Ich möchte die Lina gerne privat etwas näher vorstellen. Und da habe ich einige Attribute von der Lina gehört, wie die Mitspielerinnen dich sehen. Sehr guter Humor, aber auch für ernste Gespräche zu haben, hat ihre 5 Minuten. Selbstkritisch, eigene Leistung hinterfragend und ist eine Wuselmaus im Spiel. Trifft das zu? Ja, würde ich schon so unterstreichen auf jeden Fall. Ich meine, die Stimmen kommen ja von meinen Mitspielerinnen, aber auch guten Freunden. Und von daher gehe ich davon aus, dass die mich sehr gut einschätzen können. Aber ja, ich würde mich selber auch schon so beschreiben. Ich liebe guten Humor. Aber ich weiß auch, dass es ja in meinem Bereich eine gewisse Ernsthaftigkeit einfach braucht, um ja im Profisport irgendwie voranzukommen, um sich da durchzusetzen. Und von daher habe ich ja die eine humorvolle Seite, aber auch ja einfach diesen Ehrgeiz, in meinem Bereich weiterzukommen. Und den habe ich schon früh entwickelt einfach. Hatte jetzt auch nicht den leichtesten Weg, aber habe mich da ja insgesamt durchsetzen können. Bin auch froh, dass alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil das dann letztendlich ja auch meinen Charakter gebildet hat. Und von daher ja bin ich sehr froh, dass meine Mitmenschen das auch so sehen und nicht so einschätzen, wie man sich selber wahrnimmt. Ja, das sind ja die Mitmenschen aus dem Fußballbereich, aus dem Frauenfußballbereich, und es ist einfach vereinsübergreifend, sehen sie sich so auch, ne? Also die lieben und schätzen dich, das muss man einfach so ganz klar rausstellen. Du bist bekannt, oder vielleicht auch nicht so bekannt, als Straßenfußballerin. Lina lebt ihren Fußball, das kann man doch quasi ergänzen, ne? Ja, absolut. Also ich bin ja mit 4, 5 Jahren schon angefangen, Fußball zu spielen, weil ich aus einer Fußballerfamilie einfach auch komme. Ich hatte oder habe einen älteren Bruder, der mich da ja einfach schon mitgezogen hat. Meine Mama selber hat auch Fußball gespielt, mein Papa, mein Opa Fußball begeistert. Von daher ja, habe ich mich da einfach mitreißen lassen und habe dann irgendwie auch früh gemerkt, dass das irgendwie so mein Ding ist, dass das ja, glaube ich, das ist, was mich im Leben einfach erfüllen kann. Und es ist immer schön, wenn man das frühzeitig im Leben schon erkennt. Und genau deswegen haben wir früher viel auf der Straße gespielt, aber auch auf dem Bolzplatz, auf dem Heimatvereinsplatz, überall, wo es möglich war, natürlich auch im Haus, im Garten. Ja, also zieht sich bis jetzt eigentlich dann auch durch, dass die Liebe da immer noch zum Fußball besteht und ich ja da auch wirklich sehr, sehr dankbar einfach bin, dass das auch mein Beruf ist, neben meiner Berufung, also ja. Ja, alles gut. Ja, okay. Straßenfußballerin, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also ich bin ja auch auf der Straße als Fußballer gewachsen. Ich habe ja früher selber Fußball gespielt und auch etwas höherklassig, aber von der Straße aus. Ich habe nachmittags gebolzt, ich habe nach der Schule Schulaufgaben nicht gemacht und habe eben halt irgendwo einen Platz zum Bolzen gesucht. Straßenfußballer insgesamt fehlen doch, oder? Auch innen. Meinst du? Ja. Ja, also als Straßenfußballer oder Fußballerin bezeichnet man ja auch gerne die ja, halt auch Dinge am Ball machen, die man nicht so erwartet, die eine gewisse Kreativität mit sich bringen. Ja. Ja, es ist halt schön, dass es das nicht zu oft gibt, weil sonst wäre es ja auch nicht mehr besonders. Also es macht ja auch den Sport eben aus, dass es so viele unterschiedliche Typen im Fußball gibt, die ihre eigenen Qualitäten mit sich bringen, und die Kategorie Straßenfußballer, ja, die ist da dann eben auch ja gewissermaßen einzigartig oder steht für sich und sind dann halt auch einfach Spieler oder Spielerinnen, die herausstechen, und das mag ich besonders, ja, weil ich irgendwo auch so Züge davon habe, weil ich aber auch persönlich finde, dass es am meisten Spaß macht, ja, diesen Flair irgendwie mit in seinen eigenen Spielstil mit reinzubringen. Ja. Und ja, andersrum
schaue ich solchen Leuten dann auch gerne zu beim Fußballspielen. Ja, weil man macht ja eigentlich Dinge, die nicht eintrainiert sind von irgendwelchen Trainern, gut gemeint antrainiert. Du machst überraschende Dinge, wo der Gegner nicht mit rechnen kann, ja? Sagen auch deine Mitspielerinnen, ja? Ja, genau. Weiß auch nicht, wie das so entstanden ist, aber ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, eine Qualität, die sich einfach bei mir herausgestellt hat, und bin ich auch sehr, sehr froh drum, dass ich das in mir habe und ausleben kann, weil, ja, macht dann halt auch einfach Spaß. Ja, natürlich. Und wie gesagt, das ist eine Sache, das ist ein Gütezeichen. Und das zeichnet dich einfach aus. Ne? Das sieht man in den Spielen. Ne? Ob es eine Nationalmannschaft ist oder ob es der FC Bayern ist, das sieht man einfach. Ne? Dass du da ganz besondere ja, Eigenschaften hast. Du läufst, du hast unwahrscheinlich hohen Bewegungsgrad. Also du bist ja überall vertreten. Offensive, Defensive, links, rechts, Mitte. Und das, ja, das kommt eigentlich auch vom Straßenfußballer her, ne? Denke ich mir mal. Ja, klar, man hat dann so als Spielerin schon irgendwie immer den Drang, überall zu sein und überall zu helfen und ja, einfach viel den Ball zu haben, genau. Genau, okay. Weißt du eigentlich, wer dein größter Fan ist? Ja, ich denke mal meine Mutter. Genau, deine Mama, das wollte ich unbedingt angesprochen haben, weil du hast, deine Mama ist wirklich großartig. Ich bin ja ein Facebook-Freund von ihr. Und ab und zu darf ich dann auch mal mit ihr sprechen oder schreiben. Die ist ja wirklich großartig. Ne? Und in diesem Filmausschnitt hat sie ja dann auch gesagt, dass sie dein größter Fan ist. Und so soll es auch sein. Ne? Absolut, ja. Hab ihr viel zu verdanken. Und lässt sie mich auch jeden Tag oder mindestens einmal in der Woche wissen. Ja, sie vermisst dich einfach. Ne? Ist ja logisch. Ne? Man will seine Tochter ja eigentlich gerne bei sich haben. Ne? Oder sein, ja, Kind. Klar, ne? Mhm. Klar. Ja. Ja, früh schon von zu Hause weg, das ist halt das Problem. Ich glaube, irgendwann muss man dann schon mal die Kinder irgendwo ein bisschen loslassen, aber dadurch, dass ich dann schon früh weg war und dann auch, ja, etwas weiter weg, war das halt für sie auch besonders schwierig. Ich meine, für mich auch in der Entwicklungsphase. Ja, klar. Irgendwann gewöhnt man sich dann halt dran, aber ja, ich bin sehr froh, sie zu haben auf jeden Fall. Natürlich, klar, ne? Kann ich verstehen, kann ich absolut nachvollziehen. Ja, jetzt hatte ich mir aufgeschrieben, wie würde sich die Lina selber beschreiben, haben wir eben gerade schon abgehakt, glaube ich, müssen wir nicht wiederholen. Ja. Lina und der FCB, was zeichnet den FC Bayern, die Frauenabteilung, die Mannschaft, besonders aus? Was hebt diesen Verein von anderen ab? Ja, also in erster Linie muss man natürlich sagen, der Name und die Geschichte hinter dem ganzen Verein, natürlich besonders geprägt von den Männern, aber jetzt speziell die Frauenabteilung mit dem Umzug hier an den Campus, wo wir wirklich Top-Bedingungen haben, vor allem für den Frauenfußball, wenn man das vergleicht mit anderen Mannschaften. Sind wir hier schon wirklich sehr, sehr gut ausgestattet. Das Wichtigste für mich ist wirklich die Mannschaft und jeder einzelne Charakter, den wir hier haben. Ist wirklich sehr, sehr homogen, sehr herzlicher Umgang miteinander. Null Zickenkrieg habe ich hier noch nie erlebt, sondern verstehen sich alle wirklich gut. Wir sind eine Mannschaft, die halt auch aus... Zum nächsten Punkt, das passt nämlich ganz gut. Die Lina Magul ist ja unter dem Trainer Jens Scheuer zu einer Führungsspielerin gereift. Was macht das so besonders an Jens Scheuer als Trainer? Was ist da so? Also man hat, ich möchte dazu was ausführen. Ich habe mir beobachtet, wo er bei euch angefangen hat. Er hat euch eingeladen, hat euch herzlich begrüßt. Also ist er ein sehr offener Trainer? Ja, ich glaube, er will schon versuchen, einfach ein perfekter Trainer irgendwo zu sein und es auch allen gerecht zu machen. Er ist wirklich sehr, sehr verbissen, was Gewinn angeht. Das merkt man ja an kleinen Spielchen, die eigentlich nur Spaß machen sollen. Da kann er wirklich gar nicht verlieren und das überträgt er natürlich halt auch ins Profigeschäft.
sag ich mal. Aber an sich will er, glaube ich, für uns alle auch nur das Beste und den größtmöglichen Erfolg. Und ich glaube, in mir hat er auch jemanden erkannt, der gewisse Qualitäten mit sich bringt und darüber hinaus auch einfach als Persönlichkeit gewachsen ist, die Verantwortung übernehmen möchte für ihre Mitmenschen und für den Frauenfußball auch darüber hinaus. Und das hat er erkannt und hat das Vertrauen in mir. Und ja gut, ihr kennt euch ja auch von Freiburg aus, ne? Also da ist ja auch eine Historie dahinter, ne? Ja, genau, wir kennen uns ja schon ewig und er hatte mich ja damals auch nach Freiburg geholt. War da auch schon sehr von mir überzeugt. Da war ich ja auch irgendwo ein bisschen in der Zwickmühle in Wolfsburg, wo ich weg wollte. Ja. Und da hat er einfach für mich den besten Eindruck gemacht und wollte mich unbedingt haben und hat mich dann bei Freiburg halt auch einfach machen lassen. Da konnte ich mich ja spielerisch auch schon sehr, sehr ausleben. Wir hatten keinen Druck, von daher war das wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit dort unter ihm. Und ja, hier weiß er natürlich auch, dass das alles nicht so rosig ist wie in Freiburg, dass Druck von allen Seiten irgendwo dazukommt. Aber er versucht auch am besten irgendwie damit umzugehen und uns als Mannschaft irgendwie so zu formen, dass wir national und international mit die beste Mannschaft werden. Okay, so macht er mir auch insgesamt den Eindruck. Und das finde ich stark von ihm. Ne? Ist eine starke Seite insgesamt. Ja. Jetzt muss ich, bei mir blendet es ein bisschen. Jetzt habt ihr letztes Jahr, seid ihr ja Deutscher Meister geworden, habt eine gute Serie gespielt. Sicherlich habt ihr euch gewünscht, die Champions League zu gewinnen, aber ihr habt doch den Deutschen Meister gemacht. Wie ausschlaggebend war für diesen Erfolg war dann der neue Trainer, Jens Scheurer? Scheurer. Ja, klar, ist auch ein sehr wichtiger und großer Teil, den er dazu beigetragen hat, weil er eben unser Trainer ist und einfach für uns auch verantwortlich ist. Und es braucht dann natürlich schon halt auch einfach seine Zeit, bis wir uns als Team insgesamt dann auch gefunden haben. Ja. Und das haben wir alle zusammen einfach in der letzten Saison dann bewiesen, auch wenn es zwischendurch natürlich immer irgendwie schwierige Zeiten gab, wo du Spiele verlierst, die du nicht verlieren solltest oder unglücklich verlierst und dann kracht es halt auch mal oder man kriegt was zu hören, was man nicht hören will, aber letztendlich geht es ihm dann halt auch immer darum, uns einfach besser zu machen aber das zeichnet doch die Mannschaft, das Team aus, wie ihr auch mit verletzten Spielerinnen umgeht. Wenn ich da an die Tovi denke, da wird so ganz große Aktionen gemacht mit Pro, die Julia wird, da werden Trikots gemacht. Das ist doch ein richtiger Teamspirit, der dann sich auch aufs Spiel überträgt. Ja, absolut. Ich meine, das hatte ich ja vorhin auch noch gesagt oder wollte ich nochmal hervorheben, einfach diese Mannschaft, der Zusammenhalt, der Team Spirit ist wirklich einmalig hier. Habe ich vorher noch nicht so erlebt, dass man für jeden irgendwie mitjubelt, es jedem gönnt, aber auch mit jedem irgendwie mitleidet, wenn es einem nicht gut geht. Und da stehen wir nicht nur in der Öffentlichkeit zusammen, sondern auch im Hintergrund, besonders im Hintergrund. Ja. Und ich glaube, da sind alle hier derselben Meinung, dass das wirklich einfach ein ganz besonderes Team hier ist zusammen. Ja, weil gut nach außen hin immer perfekt, das ist das eine. Aber wichtig ist ja, dass im Hintergrund, dass das Interne passt. Und das macht den Erfolg dann insgesamt aus. Ja, absolut. Also der Kern stimmt hier wirklich absolut. Und wie die weiteren Erfolge aussehen, schauen wir dann mal. Aber ich hoffe bin da sehr optimistisch, dass die kommen werden. Genau. So, jetzt habt ihr den deutschen Meistertitel. Jetzt seid ihr dieses Jahr, seid ihr die Gejagten. Ist, wenn man gejagt wird, ist das ein Ansporn?
Ein Ansporn würde ich jetzt nicht sagen. Also irgendwie gewöhnt man sich ja auch daran, dass man die Gejagten sind. Zumindest ich persönlich, ich kenne es ja auch noch aus Freiburg. Aus Wolfsburg, Entschuldigung, in Freiburg habe ich es nicht erlebt, aber ich mache da irgendwie nicht so einen Unterschied, ob wir jetzt jemanden jagen müssen oder gejagt werden. Letztendlich wollen wir jedes Spiel gewinnen, okay, und den Titel holen. Da ist eigentlich egal, wovon dann berichtet wird. Also eigentlich wird das ja dann auch immer eher von außen so dargestellt, dass wir jetzt die Gejagten sind, aber ja, letztendlich haben wir dieselben Ziele wie immer, nur wahrscheinlich mit einem besseren Gefühl, dass wir das auch erreichen werden. Ja, weil man ja, letzte Serie hat man ja viele kleine Nackenschläge gut überwinden können. Die Konkurrenz hat verbissen versucht, das zu nutzen. Jetzt weiß man ja halt, dass man dem widerstehen kann. Und dann glaube ich schon, dass man da gestärkt hervorgeht. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Also wir wissen, wozu wir in der Lage sind. Und dass auch noch viel Luft nach oben ist. Von daher, wir tun uns immer besser, wenn wir einfach auf uns gucken und nicht zu sehr auf die Konkurrenz. Genau, richtig. Ja, absolut. Habe ich meinen Mannschaften früher auch immer gesagt, guck dich immer da zum Gegner, ne, wie gut der ist oder weiß ich, welchen tollen Einzelspieler der hat, guckt auf euch, ja. Oder wir gucken auf uns. Zielsetzung. Zweite Halbserie. Welche Zielsetzung habt ihr euch so gesteckt? Meisterschaft, klar. DFB-Pokal, Champions League. Aber uns allen bewusst, dass wir natürlich die Meisterschaft gewinnen wollen und in den anderen Wettbewerben einfach besser dastehen wollen als im letzten Jahr. Und das heißt, einfach ins Finale kommen. Und wenn man dann im Finale steht, dann will man das natürlich auch unbedingt gewinnen. Von daher hohe Ansprüche. Ich mag es gerne, hohe Ansprüche zu haben und habe hier eine Mannschaft, die wirklich jedes Spiel gewinnen möchte, und wenn das gelingt, stehen wir gut da. Wenn nicht, wenn wahrscheinlich irgendwelche Steine in den Weg fallen werden, denke ich, dass wir auch über Umwege zu unserem Erfolg kommen werden. Aber mindestens ein Titel wäre dieses Jahr schon wieder sehr, sehr schön. Okay, da kommen wir nämlich schon gleich zum nächsten Thema, und zwar Barcelona. Jetzt haben die gestern ihr Supercup-Halbfinale gemacht vor 85.000 Zuschauern. Wie sehr... 85.000, das glaube ich nicht. Ja. Das Champions League, das kommende Champions League-Spiel, das ist doch ausverkauft. Ach so, dann habe ich mich vertan. Das ist nicht schlimm, aber ich meine, gestern war es nicht so, die spielen im Champions League, was ist denn, Viertelfinale im Camp Nou. Also ach so, okay, dann habe ich mich jetzt vertan. Ich habe jetzt nochmal versucht, okay, dann nehmen wir das mit dem Camp Nou, 85.000. Was, ist das ein Wunsch, ein Traum für den deutschen Frauenfußball, vor 85.000 mal zu spielen? Ja, natürlich. Ich meine, ich würde gerne regelmäßig jede Woche vor so vielen Zuschauern spielen. Das ist schon wirklich ein Luxus, den die Männer da haben. Ich habe es jetzt im Wembley mal erlebt mit der Nationalmannschaft vor 70.000 Zuschauern. Das war schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und das macht natürlich was mit einem. Ne, persönlich wird man irgendwie auf einer anderen Ebene befriedigt und es pusht einen natürlich dann irgendwie auch nochmal. Egal, ob die Zuschauer jetzt für oder gegen mich sind, das macht schon was mit einem. Ja. Und klar, das ist erstmal schön, dass Barcelona das jetzt auch mal schafft, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Und ich hoffe, dass der Trend dann auch so weitergehen wird, wenn Corona dann auch irgendwann mal abgeflacht ist. Ja, ich habe das zwar nicht, das Thema Corona wollte ich außen vor lassen, aber inwiefern belastet das die Spielerinnen jetzt allgemein? Das ist doch... Ich denke, genauso wie jeden Menschen irgendwie ist es. Kommt ja dann auch drauf an, wie man da immer mit umgeht, was man da für einen Umgang mit findet. Die einen können besser damit umgehen, die anderen weniger gut. Aber ich meine, wir sind ja immer noch wirklich sehr, sehr
privilegiert, haben da schon auch ja des Öfteren mal ja einfach Sonderregelungen und von daher beschwert sich hier keiner, sondern wir sind einfach froh, dass wir in solchen Zeiten unser Gehalt kriegen, dass wir einfach unsere Spiele spielen dürfen, dass wir weiterhin reisen dürfen. Aber trotzdem sind wir hier alle wirklich sehr, sehr vernünftig einfach, versuchen uns bestmöglich an die Regeln zu halten, haben uns impfen lassen, alle. So sieht das aus. Okay, ja, weil ich kann mir gut vorstellen, dass man dann nicht immer so ganz erleichtert zu den Trainings geht oder in die Münchner Innenstadt, ne? Also man ist ja immer irgendwie mit dem Bedenken, ich könnte mich anstecken, ne? Ja, genau, also man hat ja schon so ein bisschen auch eine Furcht, man hält dann vielleicht mal ein bisschen mehr Abstand als sonst, man geht nicht so oft in die Stadt wie sonst, man geht nicht so oft essen wie sonst, aber wie gesagt, ich glaube, das betrifft ja irgendwo jeden auch und irgendwann wird sowas ja dann auch zur Gewohnheit, man gewöhnt sich dran und dann empfindet man es auch nicht mehr als allzu schlimm, aber natürlich mag ich auch mehr das Leben in vollen Zügen auskosten zu können, soweit es unser Beruf dann auch zulässt, aber an sich haben wir das alle sehr gut angenommen. Naja gut, ihr habt das auch verdient, ne, euer Leben nochmal zu genießen. Ne? Ihr macht ja so viel nebenbei, viele Ausbildung, Studium, Promotion und so weiter und so fort. Ne? Ja. Ja. Gut, nach dem Fauxpas geht es jetzt weiter. Lina und die Nationalmannschaft. Jetzt habt ihr demnächst ein Vier-Nationen-Turnier. Spanien, Kanada, England werden auf euch warten. Welchen Stellenwert räumst du diesem Turnier ein im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Mannschaft und der EM? Ja, einen sehr großen Stellenwert, weil jetzt einfach Gegner auf uns zukommen, die uns sehr, sehr fordern werden. Bislang in den Qualifikationsspielen hatten wir ja noch einfach Nationen, die jetzt Underdog waren, die wir schlagen mussten. Von daher wird es jetzt interessant werden, wie wir jetzt als Mannschaft gegen solche Gegner dann einfach auf dem Platz stehen. Auch wenn es theoretisch um nichts geht, klar, du kannst dieses Mini-Turnier gewinnen, aber es ist einfach eine super Vorbereitung, schon auf die kommende EM zu schauen, wo wir stehen, ob wir schon gut genug eingespielt sind, wo wir weiter dran arbeiten müssen. Von daher finde ich es gut, dass wir so eine Testmöglichkeit einfach nochmal haben. Und ich glaube, dass es da in England auch wieder sehr gepusht wird, dass wenn die Lage es zulässt, auch vielleicht einige Zuschauer da sein werden. Von daher freue ich mich da schon drauf. Super. Ja, wir als Fans oder Anhänger des Frauenfußballs sind da auch sehr gespannt, weil ihr habt eine ganz tolle junge Mannschaft, die sich entsprechend weiterentwickeln kann. Wie siehst du da die Möglichkeiten dieser jungen Mannschaft für die Zukunft? Da habt ihr ja noch viel Zeit, euch zu entwickeln, ne? Ja, also bisher finde ich, ist es ein guter Mix aus erfahrenen und jungen Spielerinnen, aber es ist schon erleichternd oder einfach schön zu wissen, dass da viele junge Spielerinnen hinten dran sind, auf die man sich auch freuen kann, einfach in meinem Fall mit ihnen zusammenzuspielen. In eurem Fall denen zuzuschauen, gerade auch so eine Jule Brandt, die einfach so eine Leichtigkeit und Gedankenfreiheit auf den Platz bringt, so ähnliche Züge eigentlich wie der Musiala aufbringt, das macht schon viel Spaß auch mit ihr. Und wenn du so jemanden dann eigentlich eher auf der Bank als Reserve hast, ist es schon gut zu wissen. Und wir haben da insgesamt auch einen sehr, sehr guten Kader beisammen. Der Feinschliff muss dann halt einfach noch her. Klar, irgendwann muss sich auch entschieden werden für den Kader und dann auch eine gewisse Kontinuität in der Startelf. Aber es gibt auf jeden Fall schlechtere Voraussetzungen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also wirklich, also ist eine Mannschaft, die da ist viel Spielvermögen, viel Qualität mit drin,
Absolut, ja. Und Jule Brandt ist ein Beispiel, ne? Nur ein Beispiel, ne? Ja, genau. So, kommen wir Richtung Ina als Botschafterin für den Frauenfußball und die Amateur, also für die Amateurspielerin, also einfach für die Frauenfußballfans und aber auch für die Amateurspielerin. Wie siehst du da deine Vorbildfunktion? Ja, klar, natürlich fühle ich mich in einer Vorbildfunktion, egal für wen, für jeden, der gerne den Frauenfußball anschaut, der ihn supportet, der mich gerne beim Fußball anschaut. Also da möchte ich für jedermann, jede Frau, jedes Kind, Jugendlichen irgendwie ein Vorbild sein. Und ja, bin da auch wirklich sehr offen für. In meinen Augen ist jetzt schon so, dass ich, glaube ich, auch nahbar bin für Fans, für Leute, die sich für mich interessieren, für die Öffentlichkeit. Von daher nehme ich die Rolle sehr gerne an, wenn ich so viele Menschen erreichen kann und ihnen was Gutes tun kann. Okay. Du bist sehr meinungsstark in der Öffentlichkeit. Ist auch ein Teil der Vorbildfunktion, ne? Ja, auf jeden Fall. Also es gehört natürlich auch dazu, als Person des öffentlichen Lebens irgendwo seine Meinung kundzutun, für gewisse Werte einzustehen. Und das versuche ich natürlich, wenn ich danach gefragt werde, aber auch wenn ich vielleicht mal nicht danach gefragt werde. Ich meine, man muss auch nicht zu allem irgendwie seinen Senf dazugeben, weil manche Dinge muss man auch einfach akzeptieren können, aber klar, wenn man seine Meinung äußern darf, dann tue ich das auch. Genau. Du machst ja auch viel oder gibst ja auch viel Hinweise, Verhaltensregeln an Fußballerinnen, speziell auch an die Spielerinnen, die vielleicht im Amateurbereich sind. Wie wichtig ist da die Ernährung für Fußballerinnen? Ja, Ernährung ist auch einfach ein Teilbereich, der dir helfen kann, dass du erstens einfach ja, gesünder lebst und zweitens vielleicht auch leistungsfähiger wirst. Ich meine, das ist nicht in 2, 3 Sätzen erklärt, sondern es ist einfach ein Bereich, mit dem man sich persönlich beschäftigen sollte, weil ja einfach eine gewisse Lebensqualität dann eben auch mit sich bringt und meiner Meinung nach ein wichtiger ja, Vorteil auch einfach sein kann im Leistungssport, dass du ja dich besser fühlst, dass du mehr Kraft hast, dass du dich schneller regenerierst. Das kann man mit der Ernährung schon sehr, sehr gut steuern und deswegen ja, ist es einfach wichtig, sich vor allem selbst damit zu beschäftigen, aber sich da auch einfach ja, zu informieren. Ja, genau. Dann, es gibt jetzt viele Neugründungen von Frauenfußballabteilungen. Wie siehst du diese Entwicklung der Neugründung? Also 1860, Dortmund, es gibt ja eine Vielzahl. Ja, es ist sehr, sehr positiv, dass ja, die Vereine sich dafür interessieren, eine Frauenabteilung auch aufzumachen und die ja, Frauen oder Jugendliche dazu unterstützen in dem Gebiet. Sollte eigentlich schon ja, längst geschehen sein oder eine Selbstverständlichkeit sein, aber wenn solche Mannschaften jetzt nachkommen, ist es umso besser. Ja, bei so Lizenz vor allem wäre es natürlich schön, wenn die Mannschaften dann schon höher in der Liga einsteigen könnten. Aber ja, manche Vereine haben halt ihre Gründe, warum sie es nicht tun, warum sie von ganz unten starten möchten. Und das muss man auch irgendwo akzeptieren. Aber ja, natürlich jetzt im Fall BVB hätte ich es auch gerne gesehen, wenn in ein paar Jahren dieser Name dann auch schon in der ersten Frauenbundesliga wäre. Weil es nachher ja, einfach für den Frauenfußball auch ein Zeichen wäre, aber dann müssen wir jetzt halt noch ein paar Jahre länger warten und ich hoffe, dass wir es dafür dann auch richtig und professionell aufbauen werden. Okay. Lina und die Frauenfußballfans, es ist so, dass ich habe ja diese Facebook-Gruppe und jetzt habe ich das ja ein bisschen offen gemacht, dass die Lina mit mir sprechen kann. Es haben Fans Fragen. Darf ich die stellen? Wenn es jetzt keine 100 Fragen sind, gerne.
Nein, 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 nein. Also der Frank Herrmann zum Beispiel fragt, jetzt ist diese FIFA Pro-Auswahl gewesen, die 11 besten Spielerinnen, aber ohne deutsche Spielerinnen, ist das ein Problem des deutschen Fußballs? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eher ein Problem von der Betrachtung des Frauenfußballs. Also wenn ich sehe, wer da alles in der FIFA Pro 11 ist, muss man sich halt schon hinterfragen, wie das dann alles da gewertet wird, und ob es überhaupt noch ein Leistungsfaktor ist, weil ich weiß jetzt nicht, wer genau, aber da schon 2, 3, 4 Spielerinnen dabei sind, die halt zu 80% in dem letzten Jahr nicht gespielt haben. Das finde ich dann halt einfach so schade. Also welche Faktoren werden da hinzugezogen, um so eine Bewertung abzugeben? Ich glaube nicht, dass das was mit dem deutschen Fußball zu tun hat. Vielleicht eher, dass der deutsche Frauenfußball eben nicht so sehr in der Öffentlichkeit ist, nicht so viele Spiele auch international gezeigt werden. Aber die Qualität von deutschen Fußballerinnen, finde ich, ist vorhanden, auch im Vergleich zu denen, die da in der besten Elf sind. Von daher kann ich so eine Bewertung irgendwie gar nicht richtig für voll nehmen, was schade ist. Und ich hoffe, dass sich das auch irgendwie mal ändern wird, dass sowas ja einfach gerechtfertiger bewertet wird. Ja, sehen die Frauenfußball, die Fans bei uns in der Gruppe oder überhaupt in anderen Gruppen auch, ne? Genauso. Mhm. Jetzt hat die Nina Philipp eine Frage. Hattest du erwartet, Kapitänin zu werden bei Bayern München? Und was ist das für ein Gefühl, mit der Mannschaft als Kapitänin aufzulaufen? Erwartet habe ich es nicht, weil ich jetzt niemand bin, der sich irgendwie damit gerne beschmücken würde, sondern es hat sich halt einfach so ergeben und ist ja dann quasi auch einfach eine Wahl, die da stattfindet, um da gewählt zu werden. Aber es ist, ja, ich habe es natürlich sehr gerne angenommen. Es ist ein sehr schönes Gefühl, für meine Mädels da im Vordergrund zu stehen, ohne dass ich es eigentlich unbedingt möchte. Aber dieses Verantwortungsgefühl, das liegt mir schon sehr am Herzen. Und deswegen macht das schon Freude, wenn ich auf den Platz gehe und meine Mädels im Rücken habe. Okay, eine letzte Frage hier von einem Fan. Wie kann man mehr Zuschauer in die Stadion bekommen oder an die Bildschirme? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Damit beschäftige ich mich auch schon sehr, sehr lange. Ich glaube, es gibt auch viele kluge Menschen da draußen in den Vereinen oder auch Sponsoren, die in der Lage wären, diese Frage zu beantworten oder zu handeln. Ich glaube schon, dass es gewisse Strategien gibt, womit du mehr Zuschauer in die Stadien locken kannst. Aber natürlich hat es auch was mit einer Investition zu tun. Du musst halt erst ein bisschen investieren, bevor man davon profitiert. Und wir als Spielerinnen können halt einfach immer nur das Bestmögliche auf dem Platz rausholen. Jeden Tag hart trainieren, um auch immer besser zu werden. Und der Frauenfußball hat sich ja schon super entwickelt von der Qualität her. Man muss es halt irgendwie einfach besser vermarkten, die Leute besser anlocken in die Stadien. Irgendwie ein großes Event aus jedem Spieltag irgendwie machen. Und wenn man dann die Leute mal irgendwie gefesselt hat, dann kommen die halt auch wieder. Aber das kann man so pauschal irgendwie schwer beantworten. Da müssen schon auch viele Analysen irgendwie her. Welche Zielgruppen interessieren sich überhaupt für den Frauenfußball? Und natürlich, zu welcher Zeit wird gespielt? Wird es im Fernsehen auch gezeigt? Was mit der Berichterstattung, was auch viel zu wenig ist? Also man muss einfach insgesamt viel mehr vom Frauenfußball mitkriegen. Sodass halt auch viel mehr Fans entstehen können. Okay, jetzt zum absoluten Abschluss. Die Lina hat eine Trainerlizenz erworben, richtig? Mhm, genau. Und ist auch Buchautorin.
Nee, so würde ich mich nicht ausdrücken. Aber er hat ein Buch geschrieben, richtig? Ich hab, ja, so ein kleines Buch, als Corona halt angefangen hat. Ja. Das war einfach, Zeitvertreib und eine gute Möglichkeit, mit der Situation einfach umzugehen. Das hat mir sehr gut getan, es hat Spaß gemacht. Aber Buchautorin würde ich mich jetzt nicht nennen. Aber ja, das Schreiben ist schon was, was mir irgendwie auch neben dem Fußball ganz gut liegt. Ja, da hätte ich nämlich vorhin, das passt natürlich, klasse, Trainerlizenz, sehen wir die Lina dann mal irgendwann als Trainerin? Also aktuell kann ich mir das noch nicht vorstellen, aber ich hätte sicher Spaß daran, irgendwie mal in den U15, U14, U13 Bereich zu gehen, aber darüber hinaus wahrscheinlich eher nicht, nein. Ah, okay, also der Nachwuchs liegt dir am Herzen. Ja, dann, es würde eher Richtung Nachwuchs gehen, ja. Das ist ja klasse. Das ist ja, das zeichnet Lina ja nun wieder richtig aus, ne? Nicht nach der großen Geltung suchen, sondern den Nachwuchsbereich fördern, klasse. Gut, damit sind meine Fragen hier soweit beendet. Sag mal, okay.